Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Fusion. Und das letzte Mal sind wir in Princeton stehen geblieben. Warum das? Waren wir nicht woanders schon? Okay. Ich glaube, ich bin gestorben. Dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall wieder hoch. Nee, Moment. Moment. Wir brauchen einen Anzug, genau. Wir brauchen neues Equipment. Das ist die Frage natürlich, wo bekommen wir das her? Ich glaube, wir müssen da oben hin. Ich versuche es nochmal. Ich weiß, dass es das letzte Mal nicht geklappt hatte. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich da einfach wieder einen Fehler gemacht habe. So wie jetzt. Deswegen gehen wir da einfach nochmal hin. Vielleicht haben wir mal diesmal mehr Glück und kommen dorthin. Zack, von rechts oder von links? Ne, wir gehen weiter geradeaus. Wäre jetzt natürlich ziemlich scheiße, wenn wir da nicht weiterkommen. Aber hier müssen wir nicht weiter. Wir gehen hier rein schon. Ich komme da jetzt nicht rein, aber ich kann ja springen. So. Ich meine, das ist bis hierhin klar. So, die Frage, wie ging es weiter? Weil wahrscheinlich ging es dann doch von der anderen Seite. Ja, genau. Hier kommen wir nämlich nicht weiter. Und das wird ja auch hier nirgends weiter gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sicher als halber aber mal überall an die Decke schießen. Oh, Moment. Da haben wir ja schon direkt was gefunden. Hätten wir den wahrscheinlich nicht umbringen sollen. Moment, der Schaden. Wir machen was jetzt. Ah, ne, es geht, okay. Das war doch ziemlich einfach. Ah, jetzt kommen diese kleinen Dinger, jetzt müssen wir einfach nur warten. Auch sehr sinnvoll. Ja, kommen die jetzt? Die kommen doch her, oder? Ja. Ich glaube, da muss ich nichts machen. So, wir machen die aber kaputt. Denn die machen uns Schaden. Und hier oben dran. Oh. Das ist schlecht.
Das Problem ist nämlich, dass ich nicht abgespeichert habe. So. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Ah, Gott sei Dank, die machen uns nämlich auch Schaden. Da unten gab es sogar ein Item. Und da haben wir ihn, den Mario Suit. Das war doch schwerer als gedacht. Und zack. Jetzt haben wir ein neues Aussehen und wir können uns hier wieder auffüllen. Ja. Ist doch alles gar nicht so einfach, wie es anfangs aussieht. Hier können wir wahrscheinlich nicht durch. Okay, nein. Aber jetzt können wir. Jetzt sollten wir hier rein können, ohne Schaden zu bekommen, genau. Und da unten kommen wir auch irgendwie. Durch. Jetzt müssen wir uns da nur überall durchbomben. Zack. Und haben einen neuen Energiecontainer. Das ist doch schon mal sehr gut. Können wir hier noch durch? Ich bezweifle es. Und zack, wir gehen raus. Da unten geht's nicht lang. Da können wir auch nicht vorbei. Obwohl, wir könnten eigentlich doch. Ah, warte, hier ging's doch irgendwie so durch, oder? Auch nicht. Und ach, da habe ich doch letztens schon dran gehangen. Boah, hier gab's Lava, das weiß ich noch. Da unten lang. Zack. Hier können wir aber nicht durch. Schauen wir kurz auf die Karte. Dann müssen wir von der anderen Seite ran. Da kommen wir aber vielleicht ran, indem wir. Okay, da meint. Hier geht gar nichts. Vorerst mal. Wir wollen aber jetzt erstmal hier wieder zurück. Speichern tun wir dann weiter unten. Die können wir, glaube ich, nicht mitholen. Aber wie kommen wir hier jetzt nochmal durch? Ist die Frage. Indem wir einfach wahrscheinlich. Vielleicht hier durch. Nee. Müssen wir echt nochmal zurück? Da geht's ja gar nicht lang. Aber wenn ich die hier mithole, vielleicht dann. Das ist doch ziemlich simpel sogar. Jetzt können wir nämlich hier durch. Und zack, jetzt kommen wir hier rein. Der zeigt uns einfach nur, wo wir nochmal hin sollen. Und zwar nach Norfair. Ja, okay, das war eigentlich selbsterklärend sogar. Also da wären wir auf jeden Fall als nächstes hingegangen. So, jetzt könnten wir da oben wieder durch. Wir wollen jetzt natürlich erstmal schauen, was da hinten alles gibt.
Wir fallen ja eigentlich nur von oben runter. Ja. Zack. Karte, das heißt, wir gehen hier durch. Ob wir nochmal gegen den Wurm kämpfen, ich bezweifle es. Ah ne, wir kämpfen sogar nochmal. Zack. Und den nennen wir besiegt. Was gibt er uns denn? Was ist das? Ah, der Charge Beam, genau. Das war ja das, was wir, das, was wir verloren hatten. Und da gibt es auch ein Item, oder? Direkt hier. Jo. Da unten gibt es noch ein Item. Da kommen wir aber von der anderen Seite ran. Das haben wir noch nicht und dort haben wir noch ein Item. Dann hätten wir aber schon alles auf der Karte. Ah, diese Scheißviecher. So. Einmal durch. Ah, genau, das war das hier. An für sich ziemlich simpel. Müssen nur immer gucken, dass diese Viecher hier weg sind. Weil die echt das einzige sind, die uns immer wieder dran aufhalten, da durchzukommen. So, wir machen das jetzt aber. Wir holen uns die Missiles noch. Es ist mir jetzt egal, ob wir da. Zack, jetzt haben wir es auch. So, jetzt auch raus hier. Die sind schon ziemlich nervig. Die Lava macht mir ja zum Glück nichts mehr, deswegen ist das alles ziemlich einfach mittlerweile. Da gab es noch ein Item und am Anfang, aber das am Anfang, da kommen wir bestimmt ran. Ich krieg's nämlich nicht hin. Aber das andere ist, glaube ich, zu schwer. Nee, das eine ist zu schwer, da kommen wir nicht dran, weil ich es einfach nicht hinbekomme. Das ist dieser Energietank in der Luft. Und das andere, da haben wir, glaube ich, noch nicht die passenden Gegenstände dafür. Und sonst haben wir ja schon alles.
auf diese Ebene. Das fehlen sind nur noch die zwei. So, jetzt wollten wir da lang. Gehen wir erstmal nach oben. Wenn wir oben waren, dann speichern wir wahrscheinlich. Und hören auf. Oh. Hätte ich doch abkürzen können. Oder auch nicht. Ja, geil. So, jetzt lass uns da durch. Zack. Wir wollten nach oben. Noch eins nach oben. Da wollen wir hin. Da oben gibt es auch noch ein Item. Wo wir aber erst reinkommen. Oh, und die Lava tut uns weh. Das sollten wir aufpassen. Die Gegner tun uns natürlich auch weh. In Missile Container. So, ich habe mal kurz gecheckt. Ah ne, den müssen wir ja so besiegen. Ob da oben vielleicht noch ein Durchgang gewesen wäre, aber da habe ich gerade nichts getroffen gehabt. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Durchgang war. Den wir wahrscheinlich aber nur von der anderen Seite erreichen, genau. Aber was habe ich da übersehen? Ist auch jetzt erstmal unwichtig. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter an die Lava-Stelle. Zack. Und nehmen wir nochmal das gleiche Spiel. Und hier geht's schon rein. Ah, hier bekommen wir auch Schaden. Hier können wir uns aufladen. Das wäre auch gerade sehr passend. So, einmal nachladen. Und jetzt kommen wir hier durch. Wo wir letztens so lange immer wieder durchrennen wollten. Ist jetzt zum Glück egal. Weil wir sowieso durchkommen. So, hier aber. So. Den ignorieren wir. Da können wir durch. Erstmal alle. Okay, das erklärt sich schon. Weil wir hier durchkommen. Und hier kommen wir auch nicht durch. Jetzt einfach durchrennen. Oh, das müssen wir in einem Zug natürlich schaffen.
Zack, jetzt haben wir es geschafft. Die sind einfach, zum Glück. Da kommt aber bestimmt... Oh, nee, das war's sogar. Speicherstation. Die benutze ich natürlich direkt. Das heißt, eigentlich müssten wir hier... Ich gehe jetzt mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir nochmal speichern können. Dann werde ich einfach cutten. Obwohl, nee. Wir lassen das jetzt erstmal. Dann speichere ich hier. Ich habe da hinten schon gespeichert. Ich habe ja schon gespeichert. Verabschied mich. Das dauert nämlich jetzt zu lang. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.